Ja, hallo und guten Abend, sage ich jetzt einfach mal. Wir sind auf dem Weg in Kleve zum Tiergarten. Hier sind Ist die Hölle los? Ja, die China Lights sind hier installiert. Unsere Kinder haben uns eingeladen. Hier ist wirklich die Hölle los. Schon um überhaupt einen Parkplatz zu finden. Beziehungsweise jetzt müssen wir uns erstmal in die Warteschlangen. Nein, wir haben Karten. Okay, wir haben Karten, habe ich gerade gehört, ja. Also können wir weiter durchlaufen. Ich sag mal, bis später. Und ich sag mal, wie es hier so aussieht, wahrscheinlich werden gleich die Lichtverhältnisse auch besser. Erfahrt ihr wie immer nach dem Intro.
hallo zusammen. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, jetzt waren wir gestern bei den China Lights, wie ihr gerade gesehen habt. Und hatten gestern auch super Glück mit dem Wetter. War der einzige Tag der Woche, der trocken war. Ja, bisher schon, ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Kein Wind, angenehme Temperaturen, zweistellig, ich glaube 10, 11 Grad. Nur zu viele noch. Nur zu viele Leute. Ja, die Idee hatten mehrere. Genau. Ja, der Klever Tiergarten ist 65 Jahre alt geworden und aus diesem Grund hat man die China Lights dafür gewinnen können, denn so groß ist der Tiergarten ja nicht. Ist am Niederrhein eine feste Institution. Gerade für Familien mit kleineren, mittleren Kindern, also für größere, die würden sich das vielleicht nicht mehr unbedingt so ansehen. Nee. Also die China Lights auf jeden Fall, die ist für jedes Alter. Ja. Die gehen noch bis zum 30. März und von 18 bis 21 Uhr, wenn es also dann dunkel ist. Also es ist wirklich ein Erlebnis. Ne? Ja. Und nochmal schönen Dank an unsere Kinder, die uns dazu eingeladen haben. Ja, genau. Ja, was die Tickets kosten, ich verlinke euch einfach mal ganz kurz unten die Informationen zum Tiergarten und zu den Tickets. Ist also jetzt keine besondere Werbung. Nein. Nee. Außerdem war es schon in den Medien, auf verschiedenen Plattformen. Ich denke, das ist einfach so gut gefallen, dass wir gedacht haben, das müssen wir euch doch auch zeigen. Ja, also ich sag mal, viel zu sagen braucht man eigentlich gar nicht. Ihr habt es ja gerade gesehen, die Bilder sprechen für sich. Es ist einzigartig, das muss ich sagen, auch für Leute, die schon das ein oder andere besondere Mal gesehen haben. Aber die Fläche, die ist jetzt nicht so weitläufig, aber das sehe ich auch positiv, gerade für Ältere, die auch vielfach da waren und für Kinder, die dann abends ja auch nicht mehr immer so fit sind. Es war wirklich alles dabei, Farben, Blumen, Tiere. Ja. Herrlich. Ja, aber auch für die Kinder, die sich dann vielleicht für das Lichtspektakel nicht so sehr interessiert haben. Oh doch, die waren doch alle angetan. Ja, gut, aber war dann auch noch der Spielplatz? Ja, der Spielplatz ist die Sensation, auch wenn die China Lights nicht da sind. Das ist schon für viele ein Grund, in den Tierpark zu gehen, weil der Spielplatz groß ist und der ist sehr, Jahres sehr toll. Neu gemacht worden. Aufgestellt, wirklich. Da kann man auch als Eltern dann mal rundherum sind Bänke entspannt sitzen. Gut, gestern bei so vielen Leuten, ich hatte immer gedacht, wir hatten fünf Enkel mit, vier, die auch schon rumrennen. Da habe ich immer gedacht, boah, hoffentlich verlieren wir die nicht. Ja, es kann da leicht passieren, ganz genau. Aber wie gesagt, Highlight war für mich die ganze Lichtershow. Das war schon spektakulär, die Größe der Tiere und dargestellten Pflanzen. Ja, der große Drache, der ist ja, ich weiß nicht, wie viel Meter hoch und 35 Meter lang so ungefähr, also da sind schon Riesenobjekte dabei. Ja. Ja, und auch schon vom Weiten, wenn man drauf zufährt, kann man diese Lichtershow da sehen. Zum Teil in den Bäumen hingen sehr viele Objekte. Das sah manchmal aus wie ein Feuerwerk. Also ich finde, das war ganz besonders und ganz toll. Ja, absolut, absolut. Also der Klever Tiergarten hat seit 3 Jahren einen neuen Direktor, den jüngsten Zoodirektor in Deutschland. Und seitdem hat sich gerade im Tiergarten da ganz, ganz viel getan. Also was dieser Mann alles auf die Beine gestellt hat, ist wirklich beachtenswert. Daumen hoch, also kolossal. Absolut, beide Daumen, ja genau. Ja, also wir sind mit unseren Kindern ja auch schon dahin gegangen. Das war beschaulich und ja, wenn man nichts Besseres gefunden hat, ging man halt dahin. Aber jetzt ist das schon richtig toll für Familien, auch entspannend. Und wie gesagt, ein tägliches Ausflugsziel für die Kleinen, wenn die eben noch nicht in der Schule oder sonst wo sind. Und auch für die Größeren ist es in der Freizeit auch immer ein Ziel, was angesteuert wird. Genau. Für die Camper unter euch, am Zoo selbst gibt es einen Parkplatz, wo auch übernachtet werden darf im Wohnmobil. Jetzt bei diesen Events sind natürlich bei dem anderen. Also ich habe 2 Wohnmobile gesehen, die da noch einen Platz gefunden haben. Ja. Die standen wohl schon eher da. Ansonsten gibt es noch einen Wohnmobilstellplatz in der Nähe, ungefähr, ich sag mal, einen Kilometer. Ende der Österbrücher Allee, ne? Ja, also Klever hat verschiedene Wohnmobilstellplätze. Genau, und am Bahnhof ist auch noch einer. Ja, direkt ist man mitten in der Stadt, ist auch schön.
Genau. Also wie gesagt, ja. Macht euch auf den Weg und schaut euch das im Original an. Ich kann es nur empfehlen. Ich fand, das war gestern Abend wunderschön. Natürlich hat es auch mit dem Wetter gepasst. Das macht auch schon was aus. Absolut, ne? Ja, absolut. Ja, also das war es jetzt mal wieder fürs Erste. Ja, und erzählt uns mal, wenn ihr selber mal da wart, ne? Ja, wie eure Eindrücke so genau. sind. Genau. Ne? Ja, okay. Also, ich sag mal, bis demnächst. Wir sehen uns beim nächsten Event. Ja. Ciao, ciao. Ciao.